Girlande möchte ich euch zeigen, wie die gemacht wird. Kann man verschiedene Farben oder dicke machen. Okay, bis gleich. Für diese Girlande brauchen wir, ich habe jetzt hier so Glitzerpapier genommen, weil das gerade jetzt für Weihnachten schön überall glitzert. Ich habe das jetzt etwas kleiner, weil ich das für eine kleine Kranz brauche. Wenn ihr die jetzt dicker haben möchtet, dann müsst ihr diese Länge länger machen, in größeres Papier. Ich möchte jetzt dieses Rosa hier hin und dann wieder hier mit weiter. Also, wir messen, mein Papier ist in der Höhe 15 cm und hier brauchen wir also 6 cm und teilen die hier in der Mitte mit 3. Und das machen wir jetzt bis unten, 3 und hier bis 6, 3, 6. Hier, das schneiden wir jetzt hier die 6 cm ab. So, jetzt habe ich die eine Seite ab hier. Schnitte, die brauchen wir nicht. Jetzt habe ich ja hier in der Mitte das gemacht. Jetzt legen wir das, Lilian, genau hier in die Ecke. Ich mache das mal so, damit ihr das auch ja seht. Hier in die Ecke und da oben in die Mitte eine Spitze. Und einmal runter. Hier genau dasselbe, oben in die Ecke und hier unten in die Ecke. Und runter. Und das schneiden wir jetzt so zu. Dadurch habe ich diese Spitze und je größer eben dieses Blatt ist, je länger wird das, je dicker wird denn dieser Knubbel. So, da kann ich nachher noch. Also, jetzt legen wir das mal. Das brauche ich nachher. Hier tun wir etwas, dass das etwas schräg ist. So, dann in Heißklebepistole. Hier lege ich das jetzt hier hin und habe jetzt hier da die 5 cm. Hier kommt jetzt etwas Kleber. Ich tue das mal ein bisschen höher, damit ihr das auch seht. So, also da lege ich das jetzt hier hin, damit ungefähr immer derselbe Abstand ist. Und damit ihr euch nicht verbrennt, wartet ihr jetzt ein bisschen in so eine Sekunde, damit das hier jetzt nicht mehr so heiß ist. Dann dreht ihr das hier rum, weil ihr müsst da ja drauf festmachen. So, dass das richtig schön fest ist. Dann nehmt ihr die Pistole wieder und macht hier etwas mehr. Und dann dreht ihr das. Immer wie mehr. Weiter Kleber. Am besten ist, ihr macht das so hier auf eine Unterfläche. Am besten nehmt ihr ein Holzbrettchen oder sowas. Ich wollte mir hier bloß meine Platte nicht wieder versauen. Ich bin ja immer so ein Ferkel. So bis in der Spitze. Und dann dreht ihr das hier so schön rum. Oh, schlackig schlapperst du aber. Lauter Sonnendurst. So, da. Und so mache ich das jetzt im Wechsel immer wie weiter. So, jetzt habe ich die Girlande fertig. Sieht doch richtig schön aus. Und je nachdem, wie ihr das macht, mit dickeren Kugeln, dann müsst ihr eben ein größeres Blatt nehmen. Aber ich brauchte das was dünner, sollte als Zierde und nachher uns so dazwischen. So, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen.